Bei einem Alfa Romeo Giulietta SS ist der hintere Teil des vorderen Kotflügels schwer von Rost befallen und muss ausgetauscht werden. Oberhalb des Radlaufs verläuft eine prägnante Sicke, die nachgeformt werden muss. Die Sicke sitzt nicht einfach auf dem Kotflügel, sondern ist in den Kotflügel eingearbeitet. Zuerst wird eine Formenschablone angefertigt, nach der das Blechteil zurechtgeschnitten wird. Wir arbeiten hier mit einem 1 mm kalt tiefgezogenen Stahlblech, denn dieses Blech ist weich und lässt sich leichter umformen. Mit der Formenmaske wurden die Sickenlinien auf das Blech übertragen. Zuerst wird entlang der mittleren Linie der Sicke mit einer Sickenrollenmaschine eine 90-Grad-Sicke eingearbeitet. Dafür läuft eine große stehende Rolle über eine liegende Tonnenrolle. Während das Blech durch die Rollen läuft, wird das überhängende Blech leicht nach oben geneigt. Dies führt zu einer scharfen 90-Grad-Sicke. Sobald die erste Sicke fertig ist, wird die untere Sickenkante in das Blech eingearbeitet. Auch hier wird das überhängende Blech während des Umformvorgangs nach oben gebogen. Es entsteht eine weitere scharfe Sickenkante. Die dritte Sickenkante könnte zwar auch mit der Sickenrollenmaschine geformt werden, doch wir wollen hier eine Alternative vorstellen. Das Blech wird an einer Abkantbank umgebogen. Da die Flanke der Sicke an der Oberseite leicht gewölbt ist, wird sie auf einem Sandsack mit einem Rundhammer entsprechend in Form getrieben. Es entsteht eine leichte Wölbung, allerdings mit einigen Unregelmäßigkeiten. Diese können an einem Rundamboss mit einem Kletterhammer herausgearbeitet werden. Mit streichenden Hammerschlägen wird das Blech auf dem Amboss geklettet.
Noch schneller geht dies allerdings mit einer Mini-Rollenstreckmaschine. Hier wird die Sicke durch die Rollen der Rollenstreckmaschine geführt. Der Rand wird dabei aber nicht erreicht und muss mit dem Hammer nachgeglättet werden. Als nächstes wird die obere Kotflügelwölbung über ein Rundholz mit einer Decke gebogen und der untere Schwelleansatz umgeformt.